Hallo zusammen! Ich freue mich, dass ihr den Link zu diesem Video angeklickt habt. Mein Name ist Günther Scherb. Ich bin hier am Badischen Konservatorium Posaunenlehrer und erzähle euch heute etwas über das beste, das schönste, das wohlklingendste Instrument, das ich überhaupt kenne: die Posaune. Sie gehört neben der Trompete, dem Waldhorn, der Tuba zu der Familie der Blechblasinstrumente. Sie besteht aus verschiedenen Teilen und die möchte ich euch jetzt zeigen. Zum einen aus dem Trichter. Hier kommt der Ton raus. Der heißt deswegen Trichter, weil er so aussieht wie ein Trichter. Das zweite ist der Posaunenzug. Der hat jetzt nichts mit einem Zug zu tun oder mit einem ICE. Der heißt deswegen Zug, weil man ihn raus und reinzieht. Und zu guter Letzt benötigen wir noch das Mundstück. Und diese drei Teile baue ich jetzt zusammen. Zuerst das Mundstück auf den Zug und dann den Schalltrichter auf die andere Seite des Zugs. So sieht eine Posaune aus. Ganz schön groß, was? Und für die kleinen Leute unter euch vielleicht zu groß. Deswegen mache ich sie jetzt mal ein bisschen klein. Kleinen Moment. Na, sieht doch schon viel besser aus. Viel kleiner. Mundstück, Schalltrichter, Posaunenzug. So, und damit ihr jetzt auch mal hört, wie eine Posaune klingt, habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Mein Schüler Simon, er spielt jetzt seit einem halben Jahr Posaune, wird euch jetzt zeigen, wie es klingt, wenn man den Posaunenzug ganz langsam raus und wieder reinzieht und dabei hier in das Mundstück bläst. Bitte schön, Simon. Dieses Geschmiere kann man natürlich nur auf dem schönen Instrument Posaune machen. Aber nicht nur das kann man spielen, man kann auch richtige Lieder spielen. Und Simon hat jetzt ein Lied vorbereitet, es heißt Der Apfelbaum. So, nun habt ihr einiges über die Posaune erfahren. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann dürft ihr gerne hier am Badischen Konservatorium mal bei mir vorbeischauen. Vielleicht habt ihr noch Fragen oder wollt tatsächlich mal in so eine Posaune hineinblasen. Und Simon und ich werden uns nun auf den Weg machen zum Unterricht. Vielleicht sehen wir uns ja mal. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, tschüss!